Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Lektion, jetzt zu dem eigentlichen Stück. Ihr habt hoffentlich die Vorübung gemacht. Das ist ganz wichtig, dass das läuft und vor allem läuft ohne die Verankerung, ohne Halten des Zeige- und Mittelfingers auf den G-Saiten, weil die beiden Saiten müssen wir jetzt mit anschlagen. Wir gehen nochmal den Ablauf der Finger trocken durch. Das heißt, trocken meine ich ohne die linke Hand, nur die rechte Hand. Es kommt P und A gemeinsam. Auf A und E-Seite, dann die G-Seite mit dem Zeigefinger, die H-Seite mit dem Mittelfinger und die G-Seite mit dem Zeigefinger. Das im Kreis, wir machen das ein paar Mal mit der A-Seite als Bass. 3 und 4 und... Ganz gleichmäßig. Und als zweites das gleiche mit einem anderen Bass, mit dem E-Bass. Das brauchen wir dann im dritten Takt. Die Finger oben, IMA, Zeige, Mittel und Ringfinger, bleiben vom Ablauf genau gleich und bleiben auch auf denselben Saiten. 3 und 4 und jetzt mit E. Und der sechste Saite, tiefer Bass. Und die dritte Variante, die in dem Stück vorkommt und auch gleich die letzte. Die Finger oben, IMA, Zeige, Mittel, Ringfinger bleiben weiterhin auf den gleichen Saiten und der Daumen muss jetzt auf die D-Saite. Der Ablauf bleibt identisch. 4 und. Wunderbar, das ist jetzt, was klingt, nehmen wir die linke Hand mit dazu. Ich spiele euch das Stück einmal vor. Es sind eigentlich keine großen Schwierigkeiten für die linke Hand. Achtet einfach nur wieder darauf, es sind ja eigentlich vierstimmige Akkorde. Jeder Ton wird einzeln angeschlagen, bis auf immer die Eins, diese gemeinsamen Töne, Daumen und Ringfinger. Aber sonst werden die Töne nacheinander angeschlagen, aber sie sollen alle vier ineinander klingen. Ich habe immer vier, die A-Seite in dem ersten Fall, G, A und E-Seite und alle vier ineinander klingen. Ihr erinnert euch, die Saiten sollen einfach klingen, nicht zu flach die Finger aufsetzen, sonst kriegen wir wieder keinen Ton. Also schön Platz drunter lassen, dann wird das funktionieren. Ich spiele das Stück einmal durch, ihr könnt gerne mitspielen oder einfach nur zuhören. 3 und 4 und...